So, Kamera läuft. Hallo, ihr seid ja auch schon dabei. Ach, Verzeihung, ich bin die Silke und ich bin vom Frauenverband Hodenhagen, den ich jetzt nach 5 Jahren Mitgliedschaft auch jetzt hier in der Öffentlichkeit nochmal empfehlen und grüßen möchte. Und auch heute wieder unter dem Hashtag Silkes Häkel Workshop. Kein Pardon Show. Also, jetzt dranbleiben für kein Pardon das Satiremagazin. Aber seht mal positiv. Guten Abend und herzlich willkommen zu Kein Pardon, Folge 5, Staffel 1, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. 2022 haben wir und ja, schon fast März ist wieder, meine Damen und Herren. Man kann sagen, die Zeit verfliegt nur so. Und wir haben heute eine sehr, sehr vollgepackte Sendung, denn es ist so viel passiert in diesem Monat. Zum einen Steinmeier bleibt Bundespräsident. Da haben wir Äußerungen von Olaf Scholz, die ich Ihnen ungern vorbehalten möchte. Nebenbei haben wir recht lange überlegt, ob wir die Sendung nicht auf nächste Woche verschieben, aufgrund der aktuellen Lage. Aber wir machen trotzdem, meine Damen und Herren, damit Sie trotz Karneval was zu schmunzeln haben. Also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Es lohnt sich. Zuallererst, gerade eben vor unserem Intro haben Sie dieses Geschöpf hier gesehen. Das ist Silke. Genauer gesagt, Silke Buchholz und noch genauer gesagt, Silke Buchholz aus Hodenhagen. Das oder genauer gesagt, Silke erklärt die Welt ist ab Folge 6, also nächste Sendung, eine feste Rubrik in diesem Format. Also sozusagen ein Format im Format. Aber das nur nebenbei. Also einschalten, nächste Sendung, 25. März, also in genau einem Monat. Zur Erinnerung. So, jetzt kommen wir zum ersten spannenden oder besser stürmischen Thema. Sind Sie vor allem in den Sturmgebieten gut durch die zwei Orkane gekommen letzte Woche? Bei einigen kommt es jetzt wahrscheinlich zu so einer Art Aha-Moment. Ach ja, da war ja noch was. Und zwar sehr viel Sturm, nämlich so viel, dass in einigen Bundesländern die Schule komplett ausgefallen ist. Und ich habe dann auch hier schön gesessen und gewartet, bis alles vorüber war. Und währenddessen habe ich etwas sehr Interessantes im ZDF gesehen, nämlich im Heute-Journal Update. Da mussten die Reporter nämlich trotz Warnungen von der sehr windigen Küste berichten. Fragen wir gleich unsere Reporter, zunächst Fabian Köhler im ostfriesischen Norddeich. Wie ist die Situation aktuell? Ja, man muss wirklich sagen, mittlerweile ist der Orkan wirklich voll da. Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, es sind windige Zeiten. Oder unruhige Zeiten? Egal, auf jeden Fall Applaus für die Reporter vom ZDF. So, wenn Sie noch mehr eine Stunde lang richtig geiler Content sehen wollen, dann gehen Sie jetzt oder im Anschluss an dieses Video auf keinpardon.jkjf.de, jetzt eingeblendet. Und ganz wichtig, abonnieren Sie den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. So, jetzt zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Zeit, Corona. Aber jetzt gibt es endlich mal erfreuliche News, der Freedom Day, er kommt. Und zwar noch vor unserer nächsten Sendung. Können Sie sich das vorstellen? Freudentränen. Ja, also die Corona-Zahlen bleiben hoch und das Virus verschwindet auch nicht. Aber Deutschland macht einfach nicht mehr mit. Und das so kurz nach dem Höhepunkt der Omikron-Welle. Trotzdem zieht Deutschland das Ganze durch und man fragt sich, was ist jetzt eigentlich mit der Impfpflicht? Naja, oh, ich bekomme gerade rein, soeben wurde dazu eine Pressekonferenz mit Karl Lauterbach gestartet. Wir hören mal rein. Ja, also, guten Abend.
zu dieser doch sehr, also späten Pressekonferenz, zu den geplanten, also Lockerungen der also Corona-Maßnahmen in gesamt Deutschlands, nämlich auf Bundesebene. Wir und also damit meine ich das gesamte Bundesministerium für Gesundheit, die Gesundheits-, also Ämter und dessen Zahlen, das Robert-Koch-Institut und natürlich auch die also gesamte Bundesregierung, also auch den Bundeskanzler Scholz mit also eingeschlossen, haben uns dazu entschlossen, einige also Maßnahmen zurückzunehmen, sodass ein doch größerer Schritt zur Normalität also möglich sein also wird. Jos Nellen vom Magazin Wild und Hund. Wird es in Zukunft auch Novavax für Dackel geben? Ja, also eine doch durchaus also interessante Frage, die ich mich also unbeantwortet lassen wollen würde, wenn ich das entsprechende Wissen dazu hätte. Das ist leider diesmal nicht der Fall. Ich würde empfehlen, ich würde Ihnen jedoch also empfehlen, diese Frage dennoch an den Ethikrat weiterzugeben oder dem Ethikrat diese Frage zu stellen. Ah, Jos Nellen von der Brigitte. Sie wissen also auch mal was nicht? Ja, also das würde ich jetzt so nicht bezeichnen. Ich weiß doch relativ viel in meinem Bereich, also jetzt in dem Fall der Gesundheit, der Bereich der Gesundheit und also anderen Bereichen, da würde ich anderen den Vorrang lassen. Achso, Jos Nellen von der Bunte. Laut Wikipedia haben Sie unter anderem an der Howard University studiert. Haben Sie da wie andere SPD-Politiker auch bestimmte Klausuren einfach nur gefälscht bzw. kopiert? Ich frage für einen Kollegen von der Freizeitrevue. Okay, also mit dieser Frage habe ich dann jetzt doch nicht gerechnet. Machen Sie bitte die Kameras aus, ich unterbreche jetzt mit dieser Frage. Oder beende mit dieser Frage jetzt diese Veranstaltung. Also bitte machen Sie die Kamera aus, Sie bitte auch. Damit werde ich jetzt diese Pressekonferenz im Namen mir von meiner Seite beenden. Jetzt bitte hier ausmachen, jetzt ausmachen. Karl Lauterbach, meine Damen und Herren. Jetzt zu einem ganz anderen Thema, einem, das zu den derzeitigen Temperaturen draußen passt. Die Olympischen Winterspiele sind vorbei. Und damit muss man eins mal ganz klar sagen. Es war doch wirklich zu Gast bei Freunden, die Menschen verachten. Und eine Frage sei mir gestattet. Warum China? Nur weil es in China fast nie schneit und generell in der Region Peking Wassermangel herrscht, musste der ganze Schnee künstlich gemacht werden. Und das ist bei Winterspielen generell eher ungünstig.
Und überhaupt tun mir die Komparsen, die hier bei der Eröffnungszeremonie den Hampelmann gemacht haben, fast genauso leid wie die eingesperrten Menschenrechtsaktivisten. Außerdem, nur für die Spiele wurden mal wieder zahlreiche Stadien und Sportparks extra noch gebaut, die laut Experten jetzt nach den Spielen kaum noch genutzt werden. Zusätzlich wurde das Ganze in einem Naturschutzgebiet gebaut. Es scheint, als würde China nicht nur auf Menschenrechte pfeifen. Und noch viel bekloppter ist, dass China jetzt schon zum zweiten Mal eine olympische Veranstaltung bekommen hat. Sie fragen sich, was ist jetzt besonders? Nun, das hat noch kein anderes Land geschafft. Es scheint so, als würde es das Olympische Komitee gar nicht interessieren, dass China eine menschenverachtende Diktatur ist. Gerade mit dem Präsidenten Xi Jinping, der auf Lebenszeit ernannt wurde. Taiwan wollte einfach nicht an den Winterspielen teilnehmen, weil China Taiwan mit einer Zwangswiedervereinigung droht. Außerdem darf das Land nicht unter seinem eigenen Namen Taiwan auftreten. Trotzdem hat das IOC Taiwan gezwungen teilzunehmen. Und obwohl Taiwan ein unabhängiges Land ist. Es ist alles so aufregend, meine Damen und Herren. Man hat überhaupt keine Übersicht mehr. Ich weiß ja auch zum Beispiel zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung gar nicht, ob Putin jetzt schon die ganze Ukraine eingenommen hat oder nicht. Sind sie schon in Deutschland? Es sind aufregende Zeiten, meine Damen und Herren. Aber eins bleibt uns bewahrt. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bleibt im Amt. Vor ein paar Wochen wurde er von der Bundesversammlung in Berlin gewählt mit eindeutiger Mehrheit. Und Olaf Scholz hat sich direkt danach zum Wahlergebnis geäußert. Dabei gab es aber eine erschreckend lange Pause. Damit diesen absolut klaren Worten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Rest Februar. Kommen Sie gut durch den März. Bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal.